bin Alicia, die erste Weinprinzessin aus Ippesheim und durfte heute die Führung rund um den Hüttenheimer Tannenberg Wein und Stein mit begleiten. Mich fasziniert an dem Thema Wein, dass es einfach unheimlich vielfältig ist. Faszinierend ist, was aus einer Weintraube gemacht wird, wie viel Arbeit hinter einer einzelnen Flasche Wein steckt, wie viel Herzblut ein Winzer da reinsteckt, dass am Ende auch das in der Flasche dabei rauskommt, was ihn selber fasziniert und was uns alle fasziniert und was uns schmeckt. Die Aufgaben von der Weinprinzessin sind ganz klar, das eigene Dorf, den eigenen Wein zu repräsentieren, nach außen zu bringen, wie schön das eigene Dorf ist, auch das Wissen, was man sich über dieses Jahr weiter aneignet, weiter zu vermitteln und einfach Spaß am Amt zu haben. Was mich bei uns im Weinparadies in meinem Heimatort Ippesheim und allgemein so fasziniert, ist, dass wir so viel Schönes bei uns vor der eigenen Haustür haben. Man kann so viel entdecken in den Weinbergen, in den Flurwegen. Wenn man einfach mal rausgeht, vor der eigenen Haustür sich umschaut, gerade jetzt während Corona war ein Urlaub weiter weg nicht möglich und meiner Meinung nach auch überhaupt nicht nötig, weil bevor man sich immer die große, weite Welt anschaut, wäre es doch ganz schön, wenn man sich mal sein eigenes Umfeld anschaut und da einfach herausfindet, was es da alles Spannendes zu entdecken gibt. Ich kann euch nur einladen, mal selbst Teil im Weinparadies zu sein, eins der Kabinettstückchen, eins der vielen verschiedenen Touren mitzumachen. Wir haben ganz viele verschiedene Wanderwege, die sie entlang laufen können, die ihr entlang laufen könnt und so einfach mal Einblick in unser schönes Paradies hier bekommt und die schönen Ausblicke genießen könnt. Informieren kann man sich unter www.weinparadies-franken.de. Da sind ganz viele Broschüren und Flyer, wo man sich runterladen kann und dann auch schauen kann, welche Wege gibt es entweder zum Wandern, auch zum Radfahren und wann werden zum Beispiel Gästeführungen angeboten.